Santiago Solari hat am Dienstag seine Arbeit als Trainer auf Zeit bei Real Madrid aufgenommen. Auf der Vorstellungspressekonferenz versprühte der Ex-Profi, der die Königlichen nach der Entlassung von Julen Lopetegui zunächst interimsmäßig betreut, viel Vorfreude auf die anstehende Aufgabe. Erlebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Wir werden alles geben, was wir haben, versprach der Argentinier, der zwischen 2000 und 2005 insgesamt 131 Spiele für die Königlichen absolvierte und bis zuletzt die zweite Mannschaft der Madrilenen trainierte. Über den Zustand der zuletzt vom FC Barcelona im Clásico mit 1:5 gedemütigten Mannschaft gab er zu Protokoll, dass das Team aktuell zwar ein bisschen angeschlagen sei, er aber keine Zweifel habe, die Kurve zu kriegen. Seine Mannschaft bestehe aus Gewinnertypen, ja sogar aus Kriegern, bekannte Solari kämpferisch. Zugleich forderte er die Mannschaft auf, dass nur über Mentalität und Kampfgeist die Trendwende möglich sei. Wir müssen Eier zeigen, gab er in bester Oliver Kahn-Manier die Marschroute vor. Real Madrid, Solari weicht Vergleich mit Zinedine Zidane aus. Deutlich demütiger gab sich der ehemalige Mittelfeldspieler angesprochen auf den Vergleich zu Erfolgscoach Zinedine Zidane, der ebenfalls über das Sprungbrett der zweiten Mannschaft zu den Königlichen stieß und diese zu 3 Champions League-Triumphen in Folge führte. Zidane ist einer der Größten, man kann sich nicht mit ihm vergleichen, sagte Solari, der am Dienstag sein erstes Training leitete, bescheiden. Die erste Bewährungsprobe bekommt der neue Coach bereits am Mittwoch im Pokalspiel gegen Drittligist Udimelela. Verzichten muss Solari dann allerdings auf Abwehrchef Rafael Varane. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erlitt der Franzose im Clásico eine Adduktorenverletzung und fällt rund 4 Wochen aus. Punkt. Mehr zu Santiago Solari und Real Madrid.